Herr Hohennorden, was haben wir denn jetzt hier schon wieder? Ach, ich weiß, was wir hier haben. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hoge. Hier, ich auch hier. Rot. Nils ist rot. Ich bin rot. Das Niveau ist rot. Was ist hier Ja, das los? ist die YouTube-Kleidung. Ja, Das ist krass. die YouTube-Edition. Habe ich den Kollegen Ja. auch gesagt. Niveau, Riso Müller Niveau 4, YouTube Edition bei Hogendorn. So. Ja, müsst ihr die Zuschauer in die Kommentare schreiben, ob wir eine YouTube-Edition haben wollen. So, Aber was? darum geht es ja Ich gar wollte nicht. gerade Moin sagen, erstmal was hast du hier an dieser mitgebracht Stelle. alles? Ich habe, ja, du hast das schon gesagt, ich habe was mitgebracht. Immer wieder kommt es zu dieser Frage: Mensch, welchen Spiegel nehme ich denn jetzt? Rund oder eckig? Oh, da ist Was? natürlich was ausgerutscht hier. Mensch, Herr Hogendorn, ich hätte mal gerne ein ordentliches Stativ. Können wir das mal einrichten? Rund oder eckig, das kann jeder noch, glaube ich, recht gut entscheiden. Aber dann kommt noch ein weiterer Punkt. Wie wird er denn montiert? Das sind Lenker-Endenspiegel. Sind extrem praktisch. Ich zeige das mal, warum. Hier haben wir so ein Gelenk. Kann ich den Spiegel einklappen. Oder wenn ich mal irgendwo gegenfahre, dann klappt er sich weg. Also wirklich extrem praktisch. Spiegel mit Gelenk, den hätte ich gerne. Ja, super, perfekt. Worauf muss ich denn achten? Oder muss ich überhaupt was beachten? Ja, musst du. Muss ich tatsächlich so sagen. Es gibt den Spiegel mit verschiedenen Halterungen. Dieser Durchmesser ist entscheidend. Also du musst, bevor du einen Spiegel montieren willst, deinen Lenkerinnendurchmesser messen, zumindest circa. Es gibt zwei verschiedene Halterungen, zwei verschiedenen Durchmessern. Und einmal gibt es die von 14,5 bis 15,5. Und dann gibt es noch einen, der ist von 17,2 bis 22. Wobei 22 brauchen wir nicht, weil jeder Lenker Außendurchmesser meistens Ja, aber 22 was denn ist. 22? Ameisen, Autos, Fußgänger. Millimeter. Ah, Millimeter. Wollen wir den auch montieren? Ja, na klar. Okay. Ja, deswegen sind wir doch hier. Gut. So. Ich muss das vielleicht einmal kurz erzählen, was für Spiegel das überhaupt sind. Also sind Spiegel aus dem Hause Busch & Müller. Wir haben ja schon mal die Firma Busch & Müller vorgestellt. Zumindest die Scheinwerferproduktion oder die Entstehung eines Scheinwerfers. Da gibt es zwei Videos auf diesem Kanal. Das ist eine zweiteilige Geschichte. Ist auf jeden Fall spannend zu sehen. Und die machen auch diese super hochwertigen Spiegel. Ja, alles hergestellt in Deutschland. Also wirklich ein absolutes Qualitätsprodukt aus Meinerzhagen. Und ich habe hier im Grunde zwei verschiedene Spiegelmodelle. Einmal den Cycle Star E, das ist diese eckige Variante. Na, der gehört auch dazu, der hat aber noch eine andere Befestigung, kommen wir aber gleich zu. Und dann haben wir einmal den Cycle Star 80. 80, weil er hat hier einen Durchmesser von 80 mm. Auch bei diesem Modell ist es genauso wie beim Cycle Star E. Es gibt hier einmal den Durchmesser 14,5 bis 15,5, das ist dann dieser hier. Und dann gibt es noch wieder das andere Modell von 17,2 bis 22. Ja, ich montiere den mal, weil das geht wirklich super einfach. Ist eine schnelle Geschichte. Können auch einmal gucken. Im Lieferumfang ist auch ein 3 mm Imbusschlüssel. Der richtige IKEA-Style hier. Aber ich nehme natürlich mein schönes Werkzeug. Na, wie hast du die letztes noch genannt? Ja, Imbusstifte. Stiftschlüssel. Imbusstiftschlüssel. Stiftschlüssel. Also, wenn du die mit dem Drehgriff meinst. Ja, die meine ich. Und ich nehme auch diesen Schlitzschraubendreher, den brauchen wir auch. Gut. Wir haben ja ganz zu Anfang schon wieder gesagt, die Hauptrolle in diesem Video hat wieder das Nevo 4. Ist auch ein wunderschönes Fahrrad. Haben wir schon ein paar Besonderheiten dran umgebaut. Einmal diese schöne Beischulz. Ja, aber da musst du mal ihm hier. Ja, Dropper Post Version. Ja. Ein bequemer Sattel aus dem Hause P&P. Und wir haben den Scheinwerfer nach unten gesetzt. All diese Videos findest du auf diesem Kanal. Einfach mal Videos angucken, Kanal abonnieren sowieso nicht vergessen und für jedes Video einen Daumen hoch da lassen. Das ist super. Und jetzt baue ich auch den Spiegel an. Ich habe das letztens gemacht. Ich habe auch einen Daumen da gelassen. Ne? Jetzt sieht das so aus. Daumen hoch, Ja, guck mal ja, hier. Daumen hoch Kein da lassen. Daumen mehr da. Ja. Ne? Kannst du zweimal machen und dann ist alles weg. Du, die Daumen müssen bei uns landen. Ja. Und dann ist ja noch wichtig, teilen. Immer teilen. Teilen, teilen, teilen. Ja. Wenn die Daumen weg sind, teilen. Genau. Na, also ich bitte dich nochmal darum,
gerne darfst du dieses Video teilen. So, los geht's. Und als allererstes entferne ich hier diesen Lenkerstopfen. Zack. Oh, der Griff ist kaputt. Ah, es macht nichts. Ach, guck an. Ja. Ja, du hast da vorhin schon rumgefummelt, ne? Ja. So, und jetzt habe ich hier diesen Spiegel. Das hier ist diese Konusbefestigung. Was ich gerade gesagt habe, gibt es in zwei verschiedenen Durchmessern. Ich habe vorher schon einmal den Lenker gemessen. Der hat hier ungefähr einen Durchmesser von circa 18 mm. Wird hier einfach reingesteckt. Dann drehen wir die Schraube fest. So, schön festschrauben. Bups. Ja, im nächsten Schritt muss ich den Spiegel nur noch einmal einstellen, sodass ich einen angenehmen Verstellbereich habe hier. Wobei, das passt bei mir, sonst hätte ich die Imbusschraube hier nochmal lösen müssen. Ich kann wirklich gut sehen, was hinter mir passiert. Also Sinn und Zweck erfüllt der Spiegel, bringt enorm viel Sicherheit, gerade im Straßenverkehr. Und falls man sich mal nicht so gut umdrehen kann, ich habe ja in einem der letzten Videos gesagt, ich brauche den jetzt nicht unbedingt, weil ich kann mich gut umdrehen. Aber es ist unheimlich entspannt, wenn man mit dem Spiegel unterwegs ist. Das weiß ich auch, weil an meinem oder an unserem Lastenrad, das ich mir mit Steffi teile, da ist auch ein Spiegel und das ist wirklich super. Das ist eine geniale Sache. Ja, vor allen Dingen in dem Augenblick, wo du dich umdrehst und wenn es nur anderthalb Sekunden sind, weißt du nicht, was vorne ist. Ja, kann ich nicht nach vorne gucken. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, wo ich das zum ersten Mal gehört habe. Ich dachte so, ja, stimmt, ja, wo man nach hinten guckt, kann man nicht gleichzeitig nach vorne gucken. Aber in der Stadt macht das ja wirklich Sinn. Und man darf ja eins nicht vergessen, glaube ich, bei S-Pedelecs muss ja sowieso einen Rückspiegel haben. Ja, S-Pedelecs ist spiegelt Vorschrift, ja, das ist richtig. Aber ich finde auch am normalen Fahrrad, selbst wenn man nicht in der Stadt unterwegs ist, man macht eine Fahrradtour zu zweit, zu dritt, wie auch immer, oder mit einer Gruppe und man fährt vorne, sehe ich auch, ob alle hinterherkommen, was hinter mir passiert. Ist immer ganz gut. Oder da winkt mal jemand. Das ist auch schön. Ne? Genau. Ja, warum genau dieser Spiegel? Hat natürlich auch einen Grund, warum ich jetzt sage, diesen Spiegel empfehle ich. Erstmal finde ich den vom Design und von der Form wirklich absolut zeitgemäß. Diese trapezartige Form finde ich persönlich schick. Das ist die eine Sache, aber ist auch besonders praktisch, weil jeder kennt das, Fahrräder werden auch mal hinten auf dem Auto transportiert. Wenn es in den Urlaub geht oder wenn man irgendwie pendeln möchte und ein restliches Stück mit dem Fahrrad fahren will, dann nimmt man das Fahrrad auf dem Heckträger mit. Und darum auch genau dieser Spiegel, weil um Platz zu sparen, kann ich den Spiegel drehen und einklappen und ich kann das Rad wunderbar auf dem Heckträger montieren und gegebenenfalls auch die Lenkerschutzhaube montieren. Habe ich in einem der letzten Videos garantiert schon mal vorgestellt. Super praktisches Zubehörteil, gerade wenn es um den Transport auf dem Heckträger geht. Ja, und wenn die Fahrt weitergehen soll, klappe ich den Spiegel aus, stelle ihn wieder ein, so damit ich möglichst viel sehen kann, was hinter mir passiert, kann die Fahrt schon weitergehen. Und falls es jetzt tatsächlich mal passiert, dass jemand von vorne kommt, weil man meint, ja, oh, der Lenker, der wird immer breiter, super praktisch, wenn ich irgendwo gegenfahre, der klappt sich auch nach innen. Ja, je nachdem, was für ein Fahrrad du hast oder was dir auch optisch gut gefällt, kannst du natürlich auch diesen Spiegel nehmen. Oder es gibt auch Fahrradfahrer, die haben besondere Wünsche, wie zum Beispiel ein Spiegel auf der rechten Seite. Na, auf der rechten Seite könnte man den theoretisch montieren, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Es gibt nicht ganz so viele Spiegel, die da einfach so dran passen, wo es dann noch einigermaßen so aussieht, als wenn es so gehört. Na, das wäre eine Möglichkeit, aber was halt cool ist, man kann ihn hängend montieren, hier am Lenkerende. Ich setze mich mal da drauf, so. Das geht, kann man machen. Na, muss man sich überlegen, ob man das dann gut findet. Man kann ihn aber auch so montieren. Das würde auch gehen. Ich kann den aber auch auf der Lenkerinnenseite montieren. Muss man halt nur überlegen, sehe ich dann wirklich noch das, was ich sehen will? Also da würde ich dann vielleicht einen anderen Spiegel, der einen längeren Arm hat, empfehlen, wenn es wirklich auf die Innenseite soll.
würde vielleicht gehen, habe ich auch schon mal gesehen, ja. Optimal ist es aber meiner Meinung nach nicht. Aber das ist meine Meinung. Also da mal ganz von ab. Na, ich, komm, ich bin jetzt mal der Spalter hier. Also wenn ich das andere Modell jetzt sehe, macht der doch für mich gar keinen Sinn mehr. Ja, ich sag ja, das ist eine Problemlösung. Das ist kein Must-Have. Das kann man nehmen, wenn man wirklich keine Alternative montieren kann. Ich zeige auch mal, wie das funktioniert. Und ich montiere den jetzt mit Absicht auf der rechten Seite. Und hier dieses Teil, das ist so eine Art Lenkerverlängerung. Also theoretisch könnte ich auch den Griff weiter auf den Lenker schieben, wobei so ein Ergon-Griff, der hat meistens immer einen Endanschlag. Ah. Und in diesem Fall mache ich das nicht, mache ich das so. Auch hier wieder ganz praktisch mit dem Konus. Jetzt sieht man schon, der Lenker ist hier etwas länger geworden. Alles wirklich praktisch mit dem 3 mm Imbus, sodass du es wirklich zu Hause ganz einfach selbst montieren kannst. So, und jetzt haben wir hier einen Spiegel. Zack. Auch das geht. Kann natürlich auch auf dieser Seite sitzen, muss man halt sich nur eins bewusst sein. Hier wird es dann vielleicht ein bisschen aufwendiger mit dem Heckträger. Kann ich nicht wegklappen. Klappt sich nicht ein, wenn ich irgendwo gegenfahre. Ist aber auch wirklich sehr elastisch. Und jetzt sagt, wieso soll der nach unten? Das sieht doch komisch aus. Bauen wir den hier nach oben. Zack. Geht auch. Ja, diese Spiegel findest du bei uns im Online-Shop unter shop.hogendorn.de. Du weißt jetzt alles, was du wissen musst, damit du den richtigen Spiegel bestellen kannst. Und zu dem Runden noch mal ganz kurz. Der hat so eine Art Konkavform, der verkleinert noch mal ein bisschen. Und somit kannst du natürlich ein bisschen mehr sehen, aber es ist auch etwas kleiner. Dieser hier ist, ja, ich würde sagen direkt, also die eckige Form ist etwas direkter. Ja, das noch mal so als Eigenschaft vom eigentlichen Spiegel. Na, ich erst mal gucken, ob die Haare sitzen. Ja, genau. Und ansonsten, ja, war's das. Lass einen Daumen hoch da. Abonnier den Kanal und dann sehen wir uns schon bald in einem der nächsten Videos.